Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer neuen Episode in unserem Anno 1800 Let's Play. Zurück aus der Gamescom. Jetzt geht's hier endlich wieder weiter. Und für die heutige Episode habe ich mir mal vorgenommen, dasselbe mit der Nahrung mit den Ponchos zu machen wie mit der Nahrung. Das heißt, wir werden jetzt hier auch noch ein bisschen Alpakas und Ponchos hinbauen, damit wir uns um die keine Sorgen mehr machen müssen in den anderen Inseln. Und wir werden das hier vielleicht so ein bisschen schon mal vormodellieren mit Handelskammern. Wir brauchen jetzt nicht allzu viele Poncho-Webereien, beziehungsweise hier Alpaka-Farmen. Aber so ein paar werden wir hier schon hinmachen. Und die machen wir so hin, dass wir dann in Zukunft hier auch noch eine Handelskammer eben mit einfügen können. Und das ist so ein bisschen der Plan für heute, dass wir das hier ein bisschen ausbauen. Und damit machen wir im Endeffekt genau dasselbe wie auch schon zuvor mit unseren gebackenen Bananen, beziehungsweise dann auch später Tortillas. Und dann sollten wir auf jeden Fall da gut versorgt sein, für die Zukunft gerüstet sozusagen. Müssen wir uns darüber dann keine Gedanken mehr machen, können auch dort dann nochmal ein bisschen was wegkürzen. Und wenn wir das haben, können wir dann natürlich logischerweise auch uns schon mal anfangen, um andere Späße zu kümmern. Da meine ich dann vor allem eben Zigarren und Schokolade und sowas alles. Aber das machen wir dann erstmal nach unseren Farmen hier. Und ich hoffe, meine Stimme hält. Ich hatte das schon mal hier in dem Community-Bereich da reingeschrieben bei YouTube. Die Stimme war bei mir einfach komplett weg. Jetzt ist sie wieder ein bisschen da. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu früh hier. Aber ja, das war wohl doch ein bisschen anstrengender, als ich dachte. Da so ein bisschen quatschen auf der Gamescom. War aber super, da kommt auch nochmal ein Video dazu. Muss ich aber noch zusammenschneiden, etc. pp. Und ja, ich hoffe, es ist euch auf jeden Fall in der Zwischenzeit gut ergangen. Und wir machen hier weiter munter. Lagerhäuser, eines sollte hier an jede Seite nach Möglichkeit. Gold muss ich mal gucken, ob ich das hier noch abbauen will in Zukunft. Wenn ja, dann schauen wir halt mal, dass wir hier noch ein bisschen Platz lassen. Aber das Lagerhaus ist ja da, das ist das Wichtigste. Und dann machen wir hier vielleicht einfach noch ein paar Alpaka-Farmen. Und das Problem ist halt, wie gesagt, bei den Dingern hier, die haben hier 4 Felder und nicht 3, wie sonst üblich. Was eben dazu führt, dass, ja, dass diese schöne Symmetrie, die man jetzt bei den normalen Webereien hat, dass die einfach nicht mehr gegeben ist. Und deswegen muss man dann hier so ein bisschen, ja, experimentieren. Aber das passt hier eigentlich. Wie viele Farmer haben? 8 haben wir jetzt. 8 Farmen haben wir. Okay. Dann machen wir vielleicht noch irgendwo so ein kleines Layout hin für die Webereien selber. Die zählen nämlich als Schneidereien und da können wir dann auch nochmal ein eigenes, ja, eine eigene Handelskammer machen. Da brauchen wir aber auch nicht so viele von. Vielleicht machen wir die irgendwo relativ mittig, vielleicht hier so als Halbkreis rein. So vielleicht. Da brauchen wir nämlich nicht allzu viele von. Und dann machen wir hier einfach mal so, keine Ahnung, 5 Stück, 5, 6 Stück sowas. Dann bauen wir die hier alle auf. Arbeitskräfte sollten wir ja noch genug haben. Dann müssen wir hier mal auf Nicht-Blaupausen-Modus schalten. Und dann sollte das passen. Die Musik ist schon wieder so entspannend. Herrlich wieder im Anno-Land zu sein. Und dann schauen wir mal. Okay, das passt. Das passt hier auch. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich hier in der alten Welt vielleicht schon irgendwo Items rumliegen habe, die das Ganze also begünstigen könnten. Handelskammer. Ja, tatsächlich. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal den Tierhof. Das heißt, da können wir so ein bisschen die, ja, die Alpaka-Farmen boosten. Und dann schauen wir mal, was haben wir hier denn als Schneiderei? Haben wir da noch irgendwas für die neue Welt? Ja, noch nicht so wirklich. Aber das passt, dann schicken wir das schon mal rüber hier in die neue Welt. Und dann gucken wir mal. Weltausstellung ist fertig. Was kriegen wir raus? Mechanische Glaspresse, super. Und die patentierte seelerne Stehmaschine. Na, hör mal. Das ist ganz schön selten, das Item. Da freue ich mich auf jeden Fall. Da haben wir wieder voll abgeräumt und auch hier nochmal doppelt abgeräumt. Ein super Item hier nochmal bekommen vom Mercier. Da danke ich auf jeden Fall für die Kooperation, Herr Doktor. Und dann schicken wir mal hier das Schiff zum Abholen vorbei. Sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut, wie sich das hier mit den Items entwickelt.
Und dann würde ich sagen, erneuern wir hier noch das Sortiment und holen uns hier auch noch die Möglichkeit auf neue Handelsschiffe. Und vielleicht lasse ich die Flotte jetzt einfach mal so bestehen. Vielleicht ist das ja Abschreckung genug hier für die ganzen anderen NPCs, dass die uns hier nicht auf die Nerven gehen. Okay, dann machen wir hier noch ein bisschen Diplomatie. Ah, mit der Prinzessin ist schon wieder kritisch hier. Wie viel Einfluss haben wir denn im Moment? 585. Das heißt, theoretisch können wir uns so langsam überlegen, ob wir nicht vielleicht einfach die Prinzessin komplett aufkaufen. Jetzt machen wir aber erstmal hier noch die Ponchos fertig. Ja, es kam auch noch der Kommentar mit den Hüten. Was machen wir denn mit den Hüten? Und ja, meine Antwort für Hüte ist gar nichts. Erstmal gar nichts. Ich finde, die Hüte, die rechnen sich irgendwie einfach noch nicht so wirklich. Einfach vom Arbeitskraftaufwand her etc. und vom Platzaufwand. Deswegen lasse ich die erstmal weg. Vielleicht machen wir die später der Vollständigkeit halber noch dazu, aber im Moment habe ich keinerlei Pläne da, also mit Hutproduktion irgendwas zu machen. Das lasse ich einfach mal. Ponchos sind mir schön genug. Und wir haben hier hoffentlich auch irgendwo ein Schiff, mit dem wir ein bisschen was anstellen können. Das schicken wir mal in die alte Welt. Das kann nochmal Items holen, das hier auch. Und dann machen wir mit den zwei Schiffen hier nämlich die Itemroute und können da dann mal ein bisschen gucken, dass wir das Ganze ausbauen. Aber ich will natürlich dann schon meine Schiffe auch entsprechend ausgerüstet haben, wenn ich hier langfristige Belieferungsrouten einstelle. Dann, was haben wir hier noch? Hier müssten wir doch mittlerweile die gebackenen Bananen haben, denn letztes Mal, in der letzten Episode, haben wir ja hier die Route eingerichtet. Dann sieht man hier auch, ja, das Lager ist voll. Die Routen sollten hier laufen. Schauen wir mal. Ja, die läuft hier wunderbar im Kreis. Jede Insel ist angesteuert, das heißt, ich kann auch hier das ganze Zeug hier erstmal wegmachen. Und bald dann eben auch die Alpaka-Farm. Das schaut doch hier auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Wir haben hier noch 18 Ölquellen. Da müssen wir mal gucken, dass wir die hier auch noch abrufen, bevor wir die Insel hier weiter ausbauen. Und dann habe ich auf jeden Fall für dieses Layout hier drin noch die, die Seemaschine auf jeden Fall bekommen. Die können wir dann rüberschicken. Gucken wir mal. Ja, ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen beschleunigen. Damit die ganzen Schiffe hier noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Das dauert ja sonst doch eine ganze Weile. Und dann verrollen wir hier mal wieder ein bisschen was, ganz klein wenig, ganz vorsichtig wieder auf die 5 Millionen runter. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so bekommen. Na, ein Super vielleicht, nein. Ups, ich glaube, da habe ich irgendwas Gutes überrollt. Aber okay, dann warten wir erstmal. 114.000er Bilanz ist jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Da will ich eigentlich ein bisschen mehr haben. Schauen wir mal, wie sieht es denn hier aus? Ich könnte doch hier eine Kaffeeroute rüberlegen. Habe ich schon? Okay, ja, dann muss ich Kaffee freischalten, glaube ich. Gucken wir mal. Kaffee haben wir hier tatsächlich eine Route rübergelegt, aber noch gar nicht angeschaltet. Dann mache ich das natürlich hier. Und dann sollte entsprechend auch die Bilanz einen kleinen Hüpfer nach oben machen. Und wir haben hier eine Zeitungsjungen-Quest. Okay, die machen wir. Die machen wir gerne. Aber cool, dann sind ja hier einfach mal noch Kaffeebestände, die sich hier auffüllen können. Dann sollte sich auch wieder ein bisschen was mit der Einwohnerzahl tun. Und dann schauen wir mal hier. Das Einzige, was mir hier irgendwie fehlt, ist noch eine Ramdevi. Ramdevi ist ein legendäres Item, das Strom herstellt für Glühbirnen. Also man kann Glühbirnen sozusagen irgendwo in die Pampa stellen und der Ramdevi gibt dazu den Strom. Ist halt ein legendäres Item, damit sehr selten. Aber damit könnten wir auf jeden Fall ein bisschen die Glühbirnenproduktion ausbauen. Aber wird wohl noch ein bisschen dauern. Dann nehmen wir mal das ganze Zeug hier mit und schicken das rüber in die neue Welt. Da haben wir jetzt nichts mehr. Schauen wir mal, was haben wir hier noch? Das kann man noch mitnehmen. Ja, ansonsten Schiffsitems haben wir jetzt auch keine mehr. Hafenmeisterei. Nee, das passt jetzt erstmal. Das schicken wir so rüber ab in die neue Welt mit ihr. Und dann können wir noch hier ein bisschen einkaufen. Wobei hier die Items ja auch schon wieder recht gefüllt sind. Und dann schauen wir mal hier hin. Na, okay. Hier können wir auch noch ein bisschen einkaufen. Einfach mal ein bisschen shoppen hier. Magnetiker, sehr schön. Der ist super. Der senkt den Verbrauch der Kraftwerke.
hier um 20% waren es, glaube ich, ein Fünftel. Und das, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Können wir dann gleich in der nächsten Investoreninsel sozusagen anbringen. Und was ich mir auch überlegt habe, man kann ja hier jetzt auch schon wieder so langsam ganz vorsichtig ausbauen. Wenn man sich hier oben die Arbeitskräfte ansieht, dann ist das ja doch recht, ja, wie soll ich sagen, gemütlich. Ja, gemütlich ist vielleicht ein gutes Wort dafür. Und dann schauen wir mal, was mir hier noch fehlt, ist ein Varieté. Da haben wir, glaube ich, noch nicht so viele, ne? Nee, noch gar nicht. Dass wir hier einfach ein bisschen so die Zufriedenheit noch pushen. Das wäre eigentlich schon wär eine gute Sache. Gibt ja auch Geld. Und ein bisschen mehr Geld hätte ich jetzt schon gerne. Einfach damit wir auch ein bisschen öfter Items rollen können und lauter sowas. Lauter so Sachen eben. Das ist natürlich dann schon auch gut für den Fortschritt, wenn man öfter mal rollen kann. Schauen wir mal. Das schaut doch jetzt vernünftig aus. Dann können wir hier einfach mal ein bisschen ausbauen. Und schauen wir mal hier noch ein bisschen. Das hier vielleicht noch. Das hier vielleicht noch. Das hier vielleicht noch. Das hier und bitte hier. Ja, machen wir gleich alles, oder? Machen wir gleich alles, komm. Okay, das passt. Lehm ist ein bisschen dünn. Lehm ist ein bisschen dünn. Ich glaube, wir machen hier nochmal neue Lehmgruben hin. For the time being. Die können wir ja im Nachhinein immer noch wegmachen. Neue Weltausstellung habe ich noch ganz vergessen. Die machen wir natürlich auch gleich rein. Und dann machen wir hier noch, zack, das Ganze fertig. Okay, das passt. Machen wir hier vielleicht noch eine Straßenverbindung. Hier passen ja auch noch Häuser rein. Okay, das passt wunderbar. Jetzt müssen wir mal schauen, wie schaut es dann aus mit Konserven und Nähmaschinen und so einem Zeug. Habe ich da noch eine adäquate Versorgung? Ist das hier noch gut vollgelaufen? Ja, schaut aber noch ganz gut aus. Brillen sind ein bisschen kritisch. Was fehlt hier? Glas, okay. Glas fehlt. Schauen wir mal. Wo haben wir denn unsere Glasfabriken? Glasfabriken sind hier unten und hier fehlt Quarzsand. Okay. Haben wir hier schon Items drin? Nee, ne? Müssen da mal gucken, dass wir entweder da unten noch Items reinhauen. Oder dass wir dann so langsam auch mal gucken. Ah, was ist hier? Hier ist Fisch. Okay. Nee, da machen wir es anders. Dann hole ich mir hier ein Item noch runter für die Quarzgruben. Macht da auch schon mal eine Handelskammer. Damit das auf jeden Fall ein bisschen schneller läuft. Und dann nehmen wir hier auch noch die Glaspfeife mit. Und die beiden hier holen sich neue Items. Wunderbar. Okay, das passt. Und dann schauen wir mal in die neue Welt. Da müssten ja die zwei Schiffe mittlerweile angekommen sein. Einmal das hier. Und das hier wird dann auch gleich unser Kleidungsschiff. Das wird sozusagen die neue Anno-Modelinie der Ponchos hier vertreiben. Und dann schauen wir mal, dass wir hier auch alle beliefern. Und sobald das läuft, kann ich eben überall auch die Poncho-Produktion kürzen. Und kann dann eigentlich überall im großen Stil Dörfer hochziehen. Eben für Schokolade, für Zigarren etc. Das passt. Wunderbar. Abfahrt. Dann müssen wir hier noch ein bisschen die Produktion erhöhen. Davor machen wir hier aber noch mehr Arbeitskräfte rein. Jetzt haben wir 700 auf der hohen Kante. Das sollte auf jeden Fall reichen. Und dann machen wir hier einfach noch mehr Alpaka-Farmen. Es gibt hier auch einige Layouts dafür, aber ich habe mir gedacht, immer wenn ich das Alpaka-Layout gebaut habe, habe ich gemerkt, das ist viel zu viel. Und deswegen lassen wir das jetzt einfach in diesem Maßstab. Denn, ja, es war einfach immer zu viel. Immer viel zu viel. Man braucht nicht so viele Alpaka-Farmen. Man braucht auch nicht so viele Einwohner in der neuen Welt. Das habe ich immer ein bisschen überschätzt, meine ich. Und dann recht schnell gemerkt, hey, so viel brauchst du da gar nicht. Schaut immer nach viel aus, aber musst eigentlich nur kleine Dörfer machen, nur wenige Arbeitskräfte haben und dann brauchst du eben auch nicht so viel Versorgung dafür. Und dann machen wir hier vielleicht nochmal eine Alpaka-Farm. Was wir hier aber dann auf jeden Fall doch noch brauchen, sind ein paar mehr Lagerhäuser. Und vielleicht machen wir einfach das hier noch ein bisschen schöner. Wobei das hier halt doof ist mit dem Lagerhaus, dass ich hier oben einfach nicht mehr Platz habe. Habe ich nicht so optimal geplant. Zu weit weg, sagt er.
dann müssen wir mal das Ganze einfach hier umlegen. Jetzt sollte es passen. Machen wir hier noch ein Lagerhaus hin. Da noch ein Lagerhaus. Die upgraden wir alle. Und dann passt das Ganze. Dann haben wir jetzt insgesamt 13 zu 6. Okay. Dann machen wir hier noch ein paar hin. Und das sollte auf jeden Fall passen. Hier noch genug Lagerhäuser, damit das Ganze flüssig läuft. Und wo ist mein Flaggschiff? Irgendwo müsste das Flaggschiff sein. Das ist hier angekommen. Das muss aber hier rüber. Und hier haben wir auch noch die anderen Items. Die können wir auch noch hierher bringen. Wunderbar. Okay, den Clipper verkaufe ich, glaube ich. Ich will eigentlich alles umstellen auf eine einheitliche Handelsschiffflotte. Dann habe ich da einfach meine Ordnung. Und dann schauen wir mal hier hoch. Hier können wir auch noch mal ein bisschen das Sortiment austauschen. Aber alles in allem haben wir dann die Poncho-Produktion auf jeden Fall hier auf ein ganz neues Level gehoben. Und die läuft dann erstmal auch. Mehr brauche ich dann auch nicht für alle Inseln. Ich mache halt jetzt noch ein paar Items rein. Und vielleicht kriegen wir ja hier noch das ein oder andere nützliche Item aus Elis Verkaufsshop. Aber ansonsten passt das auch. Und ja, die Tierhöfe, die haben wir jetzt ordentlich durchgeboostet. Das passt auf jeden Fall ganz gut. Die Viehbäuerin könnten wir hier noch holen. Die fällt mir jetzt spontan noch ein. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Und ansonsten schauen wir mal, was wir hier noch so bekommen. Arakrisowski kann man auf jeden Fall immer mitnehmen. Super Item. Super, super Item. Vor allem für Investorenstädte. Und ein Feras, den nehme ich doch immer mit. Also bitte. Wer den Feras nicht ehrt, ja, der ist das Endgame nicht wert. Es ist wirklich so. Also Feras ist ein sehr, sehr, sehr zentrales Item, finde ich, für größere Spielstände. Den sollte man auf jeden Fall, wenn man mit der Million plant oder höherem, in rohen Mengen mitnehmen hier. Selbst wenn man schon überall einen Feras drin hat, wenn man weiterbauen will, muss man halt einfach nochmal 10 mehr kaufen. Das ist verrückt, wo man den überall reinpacken kann. Und dann schauen wir mal, 5 Millionen mal wieder. Okay, dann schicken wir eines dieser Schiffe auf jeden Fall rüber in die neue Welt. Das heißt, ich mache hier die ganzen Arex rein. Die brauchen wir da nicht in der neuen Welt. Und dann gucken wir mal. Nee, das passt. Okay, dann schicke ich das jetzt mal in die neue Welt mit dem Feras. Und hier mache ich eine Sammlung voller... Was macht das Schiff da? Ich habe dem jetzt aber nicht gerade hier das Item gegeben. Nee, okay. Das hatte ich auch schon mal. Da ist ein Schiff vorbeigefahren. Ich packe das Item rein. Das Item blockiert dann den Handelsslot. Und ja, 2 Stunden später ist die Route kaputt. Merkst es natürlich nicht sofort. Das musste ich erstmal einpendeln, dass da dann der Slot fehlt. Aber irgendwann merkt man es dann doch. Und das tut dann irgendwann weh. Und jetzt sehe ich hier gerade, ich habe doch hier Elektroingenieur und Magnetiker in einem. Das heißt, wir machen jetzt hier mal eine Handelskammer drin. Und zwar für die Kraftwerke. Da schauen wir jetzt mal. Und dann gucken wir mal in die neue Welt. Das hier verkaufen wir. Zack. Das hier verkaufen wir auch. Zack. Das hier auch. Alles weg. Alles weg. Ich will hier nur noch meine schönen Frachtdampfer haben. Oder ein paar Schlachtschiffe natürlich. Für den Eskalationsfall immer ein paar Schlachtschiffe bereit haben. Und dann schauen wir mal hier. Dann geben wir noch hier die ganzen Items ab. Wunderbar. Na, Moment. Das eine Item wollte ich woanders hin haben. Das wollte ich hier auf die Kaffeeinsel. Da war was. Hier haben wir wieder eine Quest. Wunderbar. Was sollen wir denn bauen? Museen baue ich nicht. 10 Häuser baue ich immer. Die können wir hier reinhauen. Ganz entspannt. Gucken wir mal, was gibt es denn Schönes? Na? Okay, nee, das brauchen wir irgendwie nicht. Das brauchen wir nicht, hätte ja sein können. Und dann machen wir hier die Handelskammer. Und packen hier rein Produktivität für Tierhöfe und Produktivität für Tierhöfe. Dass das Ganze einfach einen kleinen Booster fährt. Hier war schon wieder das Lager voll. Vollkommen am Eskalieren, ja. Und dann schauen wir mal. Vielleicht machen wir hier entweder noch eine zweite Bananenplantage. Oder vielleicht Kakaoabbau. Das müssen wir dann mal überlegen.
Bin ein bisschen unentschlossen, aber wir haben hier Zucker und Kakao drauf. Das heißt, wir könnten eigentlich komplett hier Schokolade hochziehen. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch Zucker ersetzen durch Kaffeebohnen. Mit einem Item. Ah, das überlege ich mir noch. Da bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht habe ich da auf jeden Fall eine Entscheidung bis zur nächsten Episode. Aber da bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Hier machen wir noch einen Fährast rein. Und zwar packen wir den hier rein, zu dem Poncho-Weber rein. Und dann sollte das hier auch vom Verhältnis her passen. Und dann sollten wir hier auch genug Poncho-Produktion haben. Und dann schauen wir mal, dass ich vielleicht eine Reihe hier einfach hinmache. Und dann sollte das passen. Wird aber wahrscheinlich von den Lagerhäusern her ein bisschen kritisch. Schauen wir mal. Dann machen wir hier vielleicht ja, so das Ganze. Hier die Straße durch, da nochmal ein Lagerhaus. Einfach damit die Abfertigung hier vernünftig läuft. Und hier vielleicht auch nochmal ein Lagerhaus. Dass die hier alle nicht so überlastet sind. Aber das sollte passen. Das sollte auf jeden Fall passen hier. Also ich denke auch nicht, dass wir mehr brauchen werden erstmal. Und ja, Ponchos sollten auf jeden Fall für die gesamte neue Welt jetzt reichen. Und dann müssten die eigentlich hier ganz gut versorgt sein jetzt, ja. Schauen wir mal, Tortillas müssen wir halt eben dann auf das Item warten. Das hilft alles nix. Da ist das Item einfach viel zu stark, als dass wir da jetzt ja, extra noch Tortillas machen. Wir warten einfach, bis wir es bekommen und gut ist. Und dann schauen wir mal, hier sollte jetzt auf jeden Fall Kaffee auch keine Probleme mehr darstellen. Nochmal 40% Produktivität hier oben drauf und 50% Arbeitskräfte mehr. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Ansage. Und dann können wir natürlich auch hier die ganzen Dinger hier wegmachen, die wir vorher gebraucht haben für die Produktion von Nahrungsmitteln. Hier habe ich gerade ein Stück Straße weggemacht, das sollte nicht sein. Und dann kann ich hier eigentlich noch mehr Kaffee drauf machen, wenn ich es mir recht überlege. Ja, hier sind wir auch noch nicht ganz fertig geworden. Das heißt, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter. Die eine Ölquelle haben wir ja gesagt, die opfern wir. Und dann machen wir das hier noch. Da muss ich eben noch schauen, wie ich das jetzt hier mit den Lagerhäusern mache, dass das auch flüssig läuft. Vielleicht so, hier zwei. Dass wir hier einfach noch ein bisschen Kaffee machen. Das sollte auf jeden Fall passen. Dann müssen wir noch hier ein Dorf auf jeden Fall hinbauen irgendwo. Damit die Arbeitskräfte auch wieder langen. Dann können wir hier noch ein zweites Layout voll mit Kaffeeröstereien machen. Und das sollte dann insgesamt auf jeden Fall reichen, dann können wir da auch schon eine Route legen zu der anderen Investorenstadt und die dann auch langsam mal weiterbauen. Da ist schon länger nichts mehr passiert, aber da können wir auf jeden Fall noch fertig bauen. Und dann machen wir mal hier noch weiter. Wahnsinn, wie falsch ich hier einfach das einschätze. Von der Länge her, hier nach oben sind ja fast schon die kompletten 100x Felder, dass man einfach nur einmal die ja, die Kaffeefelder nach oben legt. Das ist schon hart. Wie machen wir das dann am besten? Vielleicht so. Habe ich hier eine Feuerwehr? Ja, das sollte noch passen. Eine Polizei müssen wir dann auf jeden Fall noch hinbauen für später. Dann machen wir mal hier nochmal ein paar Farmen. Ziehen das hier noch hoch. Wahnsinn, wie viel Platz hier halt einfach noch ist. Das ist schon verrückt. Große Insel hier. Wirklich große Insel. Dann machen wir hier noch ein paar Felder hoch. Da passt nicht mehr allzu viel durch. Ich glaube, 3, 4 Farmen noch. Dann ist da kein Platz mehr. So, wir bekommen wieder den Einfluss von der Zeitung zurück. Gerade hatten wir noch 300 irgendwas. Jetzt ist die Zeitung ausgelaufen. Und jetzt sind wir wieder bei 562. Und wenn wir jetzt natürlich hier wieder schön Einfluss verwenden, dann kommen wir auch hier wieder auf einen anderen Einfluss, nämlich auf 417. Jetzt haben wir wieder was ausgegeben. Das also zu den Einflussschwankungen. Nochmal, kein Trick, kein gar nichts. Es ist einfach nur die Zeitung.
Und dann machen wir hier noch eine Straße raus. Ah, hier machen wir einfach noch ein paar Felder. Und dann machen wir hier noch ein bisschen was hoch. Und dann geht das hier langsam doch mal zu. Die Wildnis hier oben. Ah, da fehlen noch ein paar Felder. Kriegen wir noch die ganze Ecke voll hier. Wahnsinn. Oh, da passt nur noch eine Farm durch. Das wird ja knapp hier. Na, wobei geht eigentlich. Schauen wir mal, hier unten kriege ich auch noch mal eine Farm hin. Vielleicht machen wir dann auch hier das Lagerhaus nach außen. Dann kann ich nämlich hier innen noch drei Farmen setzen. Oh, da braucht man viel mehr Lagerhäuser. Mal schauen, dass das hier halt alles aufgeht. Dann legen wir hier auf jeden Fall noch ein paar Farmen hoch. Wunderbar. Das passt. Das passt hier auch. Diese Musik ist einfach super. Wahnsinn. Bin jedes Mal aufs Neue begeistert. Ich freue mich auch schon auf Botanica. In Botanica übrigens, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, neues DLC. 10. September kommt es da raus. Da wird es dann auch ein Gebäude geben, ein neues Gebäude, an dem man eben Gartenanlagen platzieren kann. Und es wird wohl auch, ich weiß nicht, ob das dann Teil von dem Ganzen ist oder ein eigenständiges Gebäude, auf jeden Fall wird man dann Musik von klassischen Anno-Teilen dort abspielen können. Also noch mehr Anno-Musik mit dem neuen DLC. Ich freue mich drauf, wird auf jeden Fall spannend. Und ja, Tag- und Nachtmodus kommt auch am 10. September, für die, die es nicht mitbekommen haben. Da kann man sich auf jeden Fall freuen. Ich bin schon sehr gespannt, wie das dann auch optisch aussehen wird. Anno bei Nacht sozusagen. Hier müssen wir noch gucken. Eine Lieferaufgabe machen wir. Kein Thema. Und ansonsten werde ich mir mal bis zur nächsten Episode auf jeden Fall überlegen, wo wir die Schokolade hinpacken. Wir haben ja jetzt auf jeden Fall erstmal. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Wir haben ja auf jeden Fall erstmal hier die Nahrungsmittel- und Poncho-Produktion komplett durch die Decke schießen lassen. Sehr angenehm auf jeden Fall. Dann sind wir hier auf jeden Fall abgedeckt und abgesichert und versorgt. Und ja, müssen dann eben mal gucken, wie es da weitergeht. Schokolade und Zigarren fehlen noch. Was fehlt denn eigentlich noch? Schauen wir mal. Ich glaube, Dampfwägen haben wir auch noch nicht. Schokolade ist jetzt hier als Abfallprodukt von dem Kaffee wahrscheinlich schon da. Ja, dann müssen wir halt mal gucken. Dann müssen wir halt einfach mal schauen, wie wir das dann am besten hinbekommen. Und hier, ich suche gerade hier noch ein nettes Plätzchen. Und zwar, das brauchen wir jetzt nicht mehr hier, das Varieté. Dann machen wir nämlich hier noch eine Handelskammer hin. Und in die Handelskammer hier packen wir den Magnetiker und den Elektroingenieur. Und ich glaube, die Halle der Gemeinschaft haben wir hier noch nicht. Und die beiden sorgen jetzt dafür, dass in diesem Kraftwerk hier immer mal wieder nebenher noch Öl produziert wird. Das heißt, insgesamt sinkt hier der Verbrauch deutlich von dem Ganzen. Und wenn wir das jetzt hier noch ein paar Mal anwenden, dann reicht das Öl, das wir hier anliefern, immer noch, um hier weitere Kraftwerke, ja, anschließen zu können. Dann können wir da ausbauen, ohne dass wir eine neue Ölroute legen müssen. Das ist eigentlich so mein Ziel. Und mal schauen, ob das klappt. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir dann einfach dort mit bestehendem Öl, Lieferungen einfach das Ganze fortlaufen lassen können. Wäre eine schöne Sache. Und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das klappt. Aber ich denke mal, wenn wir nochmal Magnetiker und seinen Counterpart, den Elektroingenieur, bekommen, sollte das laufen. Ein weiteres Item eben die Halle der Gemeinschaft. Das Ganze gibt es beim Hugo Mercier. Der hat hier ein schönes grünes Item, das Produktivität von jedem Gebäude um 10% senkt. Und das macht beim Kraftwerk eben Sinn. Also ich denke mal, das ist dann auch schon so gedacht, dass man es das eben für die Kraftwerke benutzt. Und hier brauchen wir noch mehr Lagerhäuser, sehe ich gerade. Haben wir hier noch den Kontrollgang gemacht und dann müssen wir hier natürlich nachlegen. Okay, das passt. Ja, aber da müssen wir, wie gesagt, ein bisschen überlegen. Vielleicht machen wir hier einfach noch ein bisschen Schokolade hin.
Ein bisschen Schokolade. Ist hier eigentlich die Schokolade im Lager voll? Oder geht das? Ja, das geht. Müssen auf jeden Fall mit dem Kaffee noch ein bisschen was machen. Das heißt, Poseidon könnten wir hier noch auf die Kaffeeroute packen. Wo haben wir ihn denn? Poseidon. Lager ist voll. Ja, dann machen wir Poseidon hier drauf. Auf die Route, die ins Cup geht. Damit wir auch hier natürlich vollen Kaffee haben. Muss ich mal gucken, aber hier ist der Kaffee wahrscheinlich auch schon voll. Na, es geht. Es geht. Das ist nicht allzu schlimm. Das heißt, hier kann man dann langsam auch mal weiter gucken. Die Insel noch ein bisschen fertig bauen. Und dann sollten wir wahrscheinlich so langsam auch an den 100.000 Einwohnern kratzen, wenn die Insel da mal steht. Und wenn wir die fertig beliefert haben, sind wir bei 200.000. Also das geht ja Schlag auf Schlag. Schneller als gedacht auf jeden Fall. Hier können wir auch noch ein neues Item reinhauen. Und hier müssten wir ja eigentlich auch schon das Kraftwerk anschließen können, oder? Nee, irgendwas stimmt da noch nicht. Ach so, ja, weil wir das Öl natürlich runterfahren. Ha, ja. Da habe ich ein bisschen Denkfehler drin gehabt. Aber ja, hier werden wir natürlich auch ein bisschen weiter gucken müssen. Aber die Priorität, wie gesagt, jetzt erstmal in nächster Zeit hier die neue Welt. Ein bisschen die Versorgungsketten ausbauen, damit wir dann in der neuen Welt wieder neue Verbraucherstädte bauen können. Und das war's dann eigentlich auch schon mit der heutigen Episode. Die Poncho-Versorgung ist sichergestellt. Und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch natürlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.